Okay, so, wir sind zurück. Sieht man immer die Maus? Ich sehe sie zumindest. Ja, ich auch. Aber ich wusste gar nicht, sieht man die dann im Spiel? Kommt auf die Aufnahmeform drauf an. Bei Spielaufnahme müsste die eigentlich nicht da sein, aber ich weiß es nicht. Okay, wir haben jetzt Mr. Maus dabei. Weil ich probiere es heute auf der Tastatur. Weil hier kann man gehen und rennen. Das kann man anscheinend beim Controller nicht. Und wie ihr es bestimmt gerade schon hört, wir haben heute einen Gast. Ich dachte mir so, Geist haben wir nicht, wir haben Gast. Naja, aber ich sitze halt hinter dir auf der hinter der Schulter und ich gucke halt drüber und mache, guck mal, da ist was. Ja, aber ich nach dem Hund vom letzten Mal, der hat mich schon wieder so fertig gemacht. Den habe ich aber nirgendwo gesehen. So weit kam ich auch nicht im Guide. By the way, ich habe einen Guide gelesen. Oder zumindest einen Teil von einem Guide. Und dann dachte ich mir, ach, bis zum nächsten Mal, bis Luna wieder aufnimmt, kann ich noch weiterlesen. Und dann kam heute die Überraschungsnachricht. Hast du Zeit? Ich meine, ich habe so weit gelesen, so weit kommst du wahrscheinlich gar nicht. Ja, das ist wahrscheinlich. Weil es einfach total unwahrscheinlich ist, was man alles machen muss. Kann ich dir jetzt einfach rüberziehen oder wie tue ich? Ja, ich würde die gerne. Ja! Hey, Rechtsklick. Okay. Ja, ich habe immer nur eine Taste gedrückt. Ich verstehe. Ich bin egal. Ah ja. Übrigens. Ich habe jetzt ja kein. Mit links. Was macht man denn mit Kerosin? Das hatte ich, glaube ich, schon abgefüllt. Oder ist das nach dem Speichern gewesen? Treibstoffkanister. Was macht man damit? Ich nehme an, Sachen anbrennen. Aha. Oh, ich habe noch nichts zum Anbrennen gefunden. Bist du dir sicher? Außer Zombies? Maybe. Man kann Zombies anbrennen. Stimme aus dem Off, maybe. Ich sag nichts. Ich sag nur, was kann man mit Treibstoff machen? Ich hatte aber sowieso überlegt, ob ich den mitnehme, weil in der einen Tür mit dem alten Schlüssel kam er ja nach draußen und da war ja auch nochmal ein paar Kanister, ob ich die nochmal weiter auffüllen kann. Maybe. Das Lustige ist, einer der Guides meinte, das Messer brauchst du nie wieder, steck das sofort weg. So dieses, okay, wieso? Ja, niemand kämpft doch mit einem Messer. So dieses, keine Ahnung. Es gibt sehr viele Leute, die einfach ein Messer only run machen, wo ich mir denke, Okay. Gut, und ich weiß, dass hier draußen ein Monster, ein Zombie schon ist und ich werde es hassen. Hallo? Ah, ich weiß schon, was das bedeutet. Ja, hinter mir ist ein Zombie und ich muss in die Tür, oder? Muss ich da hin? Du kannst halt von der anderen Seite wieder in diesen Raum, also von oben, von der Treppe und so, aber ja. Okay. Also ich habe auch die Karte vor mir. Keine Sorge. Oh, Tastatur ist ganz ungewöhnlich. Willst du wieder zurückwechseln? Oh Gott. Meine Katze im Hintergrund macht Geräusche. Dankeschön. Nein, ich werde kommen. Okay. Alter Schlüssel.
Ich habe den Kanister nicht mitgenommen, oder? Gut. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du hast es mitgenommen. Möglicherweise. Uff. Jetzt kommt sowieso schon was, was ich hasse. Hunde. Nee, es war, der war gar kein Kanister. Doch, hier war ein Kanister. Doch, da ist ein Kanister. Ja, aber deine Kanister sind voll. Deine, da, und siehst du, was da noch liegt? Pflanzen. Der Beutel. Der Beutel. Möchte nur darauf hinweisen. Ah. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass man das mitnehmen. Ich hasse euch, Hunde. Ich hasse euch, Hunde. Ich hasse euch. Ja, oh, da ist noch einer. Das ist so diese Wunder der neuen Videospiele, die dir anzeigen. Oh, das kann man tatsächlich aufheben. Oh, hoffentlich ist da jetzt nicht wieder der Hund. Der Hund ist da hundertprozentig. Frick. Warte. Wie wär's, wenn du wieder die andere Richtung gehst? Warte, da kommst du gar nicht raus. Oh. Wie komme ich ins Schall? Hm. Nein, wie komme ich ins Inventar? Da, N oder B. Ich habe noch ein Messer. Okay, ich bin jetzt hier. Hier kommt Hündchen. Hier war die Shotgun. Genau. Hier war der alte Schlüssel. Ich habe immer noch keine Ahnung, was mein Ziel ist. Okay. Hol dir mal den zweiten Schlüssel und dann denk daran, wo hast du noch eine Tür gesehen, die du mit einem alten Schlüssel öffnen kannst? War das irgendwo hier? Genau. Okay. Also das. Tschüss, Hund. Ich weiß nur nicht, wie du hier rauskommst, weil da kommst du. Huh. Oh. Ja. Das war's mit dem Messer. Willst du mich verarschen? Was zur alles was? Das Lustige ist, ich höre es nicht, deswegen. Ja. So, jetzt habe ich kein Messer mehr. Oh, wei. Nee, warte, hier war ich. Meine Güte, diese Kameraführung. Ins Badezimmer musst du. Oder hast du deinen Schlüssel schon geholt? Ah, da bin ich vorbeigelaufen. Ja. Oh. Ja, die Kameraführung ist, das ist die Tür vor dem Zombie. Und dann liest du immer so dieses, dann musst du links, rechts, links, rechts, links, rechts, geradeaus. Und dann so dieses, okay. Ich weiß nicht, ob du da den, genau, aber da hast du gerade keinen Platz. Hm. Ah. Oh, du hast oben aber tatsächlich ein, ich dachte mir die ganze Zeit, wie zündest du was an? Ich dachte mir immer, wie zündest du was an? Du hast oben ein Feuerzeug im Inventar. Tatsächlich. Ist auch nur wieder. So, nehme ich jetzt. Die Maus ist noch drauf. Nehme ich den leisen Controller oder nehme ich den lauten Controller? Nimm den Controller, der funktioniert. Das sind beide zu hören. Dann tausche ich gerade mal, weil. Das ist so komisch, wenn ich praktisch die Stelle drücke, wo das B auf dem Xbox-Controller wäre, also den Kreisknopf auf dem PlayStation-Controller, ist das aber nicht die B-Taste, sondern die A-Taste. Die haben die auch nochmal irgendwie getauscht. Na super. Und ich frage mich halt, warum... Nee, da ist noch mein Grafiktablett dran, in dem Kabelgeschirr. Warum hat die PC-Version nur die Xbox-Anzeige, wenn das Spiel für die PlayStation war?
Weiß ich nicht. Vielleicht hat es was mit Microsoft zu tun. I don't know. Kann sein. So. Haben wir Mr. Lauter Controller. Jetzt kann ich zwar auch wieder nur rennen und warte. Eine Sache muss ich. Okay, das kann ich trotzdem noch machen. Das wusste ich nämlich nicht. Och, Alter, das muss doch auch echt aussehen wie. Sonst wäre ich dumm. Also. Bleibt unten. Dann gehe ich erstmal zurück ablegen. War hier das? Scheinbar. Den zum Beispiel kannst du. Oh. Okay, der geht nach oben spazieren. Ew. Seit wann kotzen die? Gute Frage. Okay. Oh. Jetzt. Übrigens, ich glaube, du hast gar nicht mehr so viele Türen, die du mit dem Schlüssel öffnen musst. Echt? Mhm. Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Ja, aber lass ihn in deinem Inventar. Ja. Okay, warte, wir gucken jetzt mal. Wenn wir... Können wir nicht halt, wenn wir Treppe hochgehen, dann dort runter? Dann gehen wir die Treppe... Warte. Gehen wir hier die Treppe hoch. Dann müssten wir da rauskommen. Dann können wir da den Gang runtergehen. Ja. Warte, wenn die Maus da ist. Dann können wir hier runtergehen, hier lang. Uh-huh. Und dann hier runter, oder? Dann wären wir direkt da, wo der andere alte Schlüssel hoffentlich ist. Oder ist der woanders? Warte, du hast, ich hab vergessen, wo. Im oberen Stockwerk kannst du die... Kannst du die Treppe und also du gehst im oberen Streckwerk den Gang lang durch den Buddy-Raum und du siehst da die Treppe, die du dann runtergehen kannst. Ja. Dann bist du direkt da. Aber okay, dann ja. Gucken wir mal. Okay. Und hier war ich auch schon. Da war auch ein scheiß Hund. Ja. Also, ich mag Hunde im echten Leben, aber ich mag Hunde nicht in Spielen. Angefangen hat es mit, ich glaube, Tomb Raider. Okay, dann. Aber warte, jetzt hast du den Schlüssel gar nicht mitgenommen, oder? Weil du keinen Platz im Inventar hattest. Ich will nicht mehr. Maus ist noch wild. Ach Mann, Alter. Weißt du was? Ich sehe das jetzt einfach immer noch als ein bisschen Entdeckungskurs an. Hä? Ich dachte nur, du kannst dich vielleicht heilen, oder? Mit den grünen Kräutern heilt man sich. Falls du... Ja. Warum brauche ich die jetzt schon? Ups, jetzt habe ich gedrückt. Jetzt zu spät. Ich habe keine Ahnung. Ich bin sowieso, ich frage mich, warum spiele ich ein Zombie-Spiel, wenn ich einer der Ersten wäre? Ach, Alter, die Kameraführung. Die sich selbst die Kugel geben würde bei der Apokalypse. Keine Ahnung. So. Gute Frage. Übrigens, du hattest die Frage gestellt, ob es einen Unterschied zwischen Chris und Jill gibt. Ja, gibt es. Ah.
Also wie, das, wie die Geschichte oder wie, der, wie du durch das Haus durchgehst und welche Fähigkeiten du hast. Jill hat zum Beispiel ein größeres Inventar und irgendwie eine andere Waffe. Mhm. Okay. Je. Keine Ahnung. Der da? Ja. Das tat ganz gut. Okay, warte, dann tue ich. Nee. Steuerung. Ja. Aber ich weiß, hier oben war eh noch einer. Ich höre aber nichts. Ich hasse diesen Donner immer noch. Ich höre ihn nicht, deswegen. Ja, aber du hast ihn theoretisch gesehen. Ja, das schon. Ja, ich habe den Blitz gesehen, nicht den Donner. Okay, warte, warte, warte. Siehst du das auf dem Tisch liegen? Das hier? Ja. Ich sag dir nicht, was du damit machen kannst. Du kannst nämlich was damit machen. Was eigentlich in dem Raum hier? Da ist. Habe ich nur gerade gesehen, dass die Tür aufmachen kann. Da hast du einmal. Da, die leuchtet Pfeife leuchtet. Das ist die Hundepfeife. Das war der Raum. Und du kannst hier in dem Raum was mit dem Passepartout machen, aber. Ja. Mit dem. Etwas, was total unintuitiv ist. Ich weiß noch nicht, was das überhaupt ist. Was ist ein Passepartout? Ein Passepartout ist eigentlich eine Art Einrahmung, wo du einen Rahmen hast. Was sagt das Internet? Ein Passepartout bezeichnet in der Kunst eine Papier- oder Kartonumrahmung für Grafiken, Fotos und Gemälde. Mhm. Also wenn du es wissen willst, was du damit machen musst, musst du mir nur Bescheid geben. Mhm. Weil ich wäre nie darauf gekommen, das Ding aufzuheben. Ich hätte es auch nicht gesehen. Ich auch nicht. Okay, aber ich denke, dass Einzige, was hier noch drin sein wird, ist die Hundepfeife, die wir jetzt nicht mitnehmen können, weil unser Inventar voll ist. Ja. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier raus, dann... Weißt du, du kannst doch nichts sagen, weißt du, dann gehe ich rechts, dann gehst du links, weil die Kameraführung dich eh komplett rausschmeißt. Weißt du gar nicht, wo du lang gehen musst. Ich habe dir nur gesagt, nimm das mit, weil ich mir dachte, also ich hätte da nie drauf geguckt und ich hätte es auch nie mitgenommen. Und ich glaube, dir ist das auch nie aufgefallen beim Rumlaufen. Nö. Ich habe sowieso gerade gemerkt, dass ich... Weil die Teller zum Beispiel hätte ich auch nicht gesagt, oh, ich nehme mal einen Teller mit. Das kannst du nicht, aber es sieht halt aus wie Klotter, ne? Es sieht halt... Also... Ja... Einigermaßen safes Gefühl hier. Warte, ich guck mal. Was für einen Schlüssel brauche ich hier? Oder habe ich das schon aufgeschrieben? Tür ist verschlossen. Rüstungssymbol. Okay. Andere Seite verschlossen. Jetzt müssen wir bei Buddy sein. Ja, okay. Genau. Buddy ist der einzige Zombie, den ich bisher mag. Buddy, der freundliche Zombie. Von welcher Seite kommst du? Ich kann dir leider nicht helfen. Ich weiß nicht.
Ah. Habe ich die Kopfhörer falsch auf? Hast du sie falsch rum auf? Weiß ich gerade nicht. Eigentlich nicht. Aber für mich kam er eigentlich eher gerade von links, aber er kam jetzt zu ihm von wohl. Ja, es ist immer irgendwie. Oh. Aha. Ups. Okay. Auch eine Möglichkeit. Obwohl, vielleicht solltest du vielleicht vorher deine Sachen ablegen.